So, ja, Servus Netzgemeinde, Glück auf, Annaberg Büroz und es geht los. Sie sind drauf. Glück auf, Annaberg. Ich freue mich, so viele Leute hier zu sehen. Das Wichtigste am Anfang, ihr seht, es ist heute viel Polizei da. Die setzen heute nach, gestern nach Querdenken natürlich die Maskenpflicht rigoros durch. Also jeder bitte den Mund- und Nasenbedeckung aufsetzen. Ein bisschen auf die Abstände achten. Wir haben genug Platz, wir müssen es nicht erzwingen. Wir müssen auch keinen Demoabbruch damit erzwingen, das wäre nicht zweckmäßig. Wir machen nicht dieselben Fehler wie Querdenken. Erst eine Runde Singsang, dann Abbruch und dann null politische Botschaft. So. Das ist leider auch untersagt. Und das bleibt auch dabei. Das war vorgeworfen, das hat sich nichts dran geändert. Ja, wie man dazu steht, ist eine andere Sache, aber es ist wichtig, dass man rüberbringt. Ich habe für uns Querdenken angemahnt. Es kam schon die ersten Buhrufe. Ja, es war schön, dass wieder viele Leute auf der Straße waren. Das hat Querdenken auch gut gemacht. Bloß leider hat mir wieder, wie die letzten drei Mal bei Querdenken, eine politische Botschaft gefehlt. Und das ist leider traurig, dass sie die Leute, die wirklich was zu sagen haben, ans Ende der Veranstaltung setzen und dann meistens vorher aufgelöst wird. Wie man das so nur hinnimmt oder sehen will, ob das gewollt ist oder geplant oder nicht, oder das kann sich jeder selber ausmalen. Das will ich auch niemandem vorschreiben. Der wichtigste Punkt, wo wir hier stehen, ist die Einschränkung der Grundrechte. Und mit dem dritten Gesetz, dem Infektionsschutzgesetz, was jetzt planmäßig am 18.11. zur zweiten und dritten Lesung und wahrscheinlich auch zur Schlussvorgabe vorliegen wird im Bundestag, ist es mit der Demokratie so gut wie vorbei. Ich habe mir das Ding durchgelesen. Eine parlamentarische Kontrolle ist in diesem Gesetz nicht mehr vorgesehen. Alles, was in den vorhergehenden Sachen, Infektionsschutz, wie wir es haben, und Nasenbedeckung, Quarantäne und so weiter, irgendwelche Lücken gelassen hat in der Rechtsprechung oder auch nicht ganz rechtskonform war, wird damit ausgemerzt. Für mich persönlich sieht das aus wie ein Ermächtigungsgesetz. Und das hatten wir schon mal und das wollen wir eigentlich nicht wieder. Und das finde ich traurig, dass da viele Leute drüber wegsehen. Und deswegen sage ich mir, tragen lieber die Mund-Nase-Bedeckung. Ich jetzt beim Reden nicht, sonst wäre ich schlecht zu verstehen. Aber der Rest bitte und Abstand halten, weil es bleibt dabei, es ist wichtiger, uns die Demokratie zu retten, als jetzt wegen ein, zwei Monaten Mund-Nase-Bedeckung rumzustreiten. Weil das bringt uns nicht weiter. Wenn die Demokratie und die Freiheiten einmal weg sind, dann ist es egal, ob wir für Mund-Nase-Bedeckung oder gegen Mund-Nase-Bedeckung auf der Straße gestanden haben. Ich finde es schön, dass so viele wieder gekommen sind. Die allgemeinen Auflagen sind bekannt. Ich sage es nochmal kurz an. Kein Alkohol, keine Glasflaschen, keine Hunde außer Funktionshunde, also Behindertenhunde, Blindenhunde und keine Fahrräder. Haben wir alles sowieso nicht da. Die Polizei wird durchgehen und wird auch die Atteste kontrollieren und verifizieren. Die wollen ja auch nicht auflösen. Das heißt, am Ende werden sich die einzelnen Leute, die sich ohne Attest hier aufhalten und darauf bestehen, werden sie aus der Versammlung entfernen und wird die Ordnungswidrigkeit zuvor geben. Die haben ihren Anlass, die haben ihren Auftrag. Gibt es erstmal nichts dran zu streiten, was dann rechtens ist und nicht rechtens, müssen Anwälte klären oder Gerichte. Da sind die nicht in der Lage dazu und das dürfen die auch nicht. Das muss man ganz klar sehen. Ich finde es immer noch schön, dass es immer mehr werden hier. Auch bei diesen widrigen Wetterungsbedingungen, wir haben immer noch Glück mit dem Wetter. Es ist nur kalt und nicht regnerisch. Wir haben heute eigenen Redner, der Jürgen wird noch was sagen, der Heiner. Und ich finde es wichtig, dass die Leute vor Augen führen, was gerade in diesem Land passiert. Und Corona ist nur ein Spielplatz zum Austoben. Man macht damit Ventil gegen eine Sache, die schon viel, viel länger läuft. Man versucht das Grundgesetz auszuhebeln, vor allen Dingen in Artikel 20 und in Artikel 1, was unsere Grundartikel schützen. Und damit uns auch davor bewahrt, dass es eine Vereinigten Staaten von Europa in naher Zukunft geben wird. Davor schützen die uns im Moment noch. Mit dem dritten Infektionsschutzgesetz werden diese Artikel leider schwer korrumpiert. Und damit sind die Wege dahin offen, wo wir alle nicht hinwollen. Und das muss sich jeder deutlich ins Gewissen reden und mal drüber nachdenken. Was will ich eigentlich? Will ich zurück zu einer repräsentativen, zu einer echten Demokratie? Will ich dafür auf die Straße gehen oder will ich mich über Kleinigkeiten, über Symptome einer Krankheit, die korrupte Demokratie oder Demokratur oder Parteiendiktatur heißt, will ich mich über die Symptome aufregen, dagegen auf die Straße gehen oder will ich die Ursache bekämpfen? Und ich denke, die meisten davon sind hier, um gegen die Ursache aufzustehen, weil dann lösen sich solche Probleme wie Maskenpflicht,
Abstand, Kontaktverbot, Quarantäne und auch die Sachen mit der Migration, Altersarmut relativ schnell von selber. Wenn die richtigen Leute oder beispielsweise wenn das Volk wieder die Macht hat, so wie es im Artikel 19 des Grundgesetzes steht, alle Macht geht vom Volk aus. Und dass das zurzeit nicht so ist, das haben wir alle mittlerweile am eigenen Leib gespürt, erfahren und das weiß eigentlich jeder. Ich sage das jetzt so schön, wie es ist. Manche wird es auch ein bisschen ankotzen, dass es nicht nur um Corona geht. Aber ich denke mal, wenn wir das so thematisieren, um welche Rechte es uns wirklich geht, um unsere Freiheiten, haben sie es schwer, uns in die Corona-Leugner-Ecke zu stellen und uns auch schwer in die rechte Ecke zu stellen oder Reichsbürger, weil das sind wir alle zusammen definitiv nicht. Und das will auch keiner sein. Wir wollen nur zufrieden, in Frieden, in Freiheit und glücklich hier unser Leben bestreiten können. Und dass wir das Land so hinterlassen, dass unsere Kinder auch glücklich, friedlich und in Freiheit hier weiterleben können. Und jetzt gebe ich das Mikrofon an Jürgen. Ja, hallo Leute, Glück auf hier in Annaberg. Ich freue mich, wieder mal zu euch sprechen zu dürfen. Wenn man sich die Lage so genau anschaut, so muss man doch feststellen, dass sich die Bundesregierung überhaupt keine Mühe mehr gibt, die eigenen Machtansprüche zu verbergen. In Zeiten des ausgerufenen Notstands ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, Entscheidungen ohne das Parlament zu treffen und demokratische Prozesse auszublenden. Das erinnert sehr stark an Merkels Handeln im Jahr 2015 und ist gefährlich. Er hat was vergessen, der Sandro zu sagen, dass jeder eine Kerze hier käuflich erwirbt, dass es ein bisschen schöner sieht. Die Kerzen sind hier vorne. Es wäre schön, wenn ihr euch ein paar Kerzen holt. Danke, das nochmal dazu. Ja, man fragt sich zurzeit schon, ob die Regierung den Kontakt zur Realität vollends verloren hat. Was als Ausnahmezustand angekündigt wurde, entwickelt sich immer mehr zum Dauerzustand. Merkel stellt allein die Weichen für die Zukunft unseres Landes. Abstimmungen. 1-1-1. Geht nicht mehr. Mikro geht nicht mehr. Erfroren. Erfroren. Dann muss ich schreien. Muss ich schreien. Sprechen Sie bitte lauter. Ich komme noch ein Stück ran, Jürgen, das passt schon. Abstimmungen in den Parlamenten gibt es zu Entscheidungen und Beschlüssen nicht. Welche verfassungsrechtliche Legitimation Merkel hat, um schon nach seit Monaten so zu handeln, bleibt unbeantwortet. Der Infektionsschutz wird gerade dazu missbraucht, demokratische Prozesse abzuschaffen und mit harter Hand ohne Widerspruch zu regieren und eine Hygienediktatur zu errichten. Die grenzenlose Macht ist einfach zu verlockend für deren Besitzer, als dass man sie einfach wieder hergeben will. Wenn man dem Volk eine große Krise präsentiert und sich als Erlöser anbietet, wird man auch immer erst einmal von einigen als genau dieser Erlöser akzeptiert. Die Angst und Verunsicherung unserer Bevölkerung erklärt auch, warum manche klar verfassungswidrigen Maßnahmen billigen und nicht kritisch hinterfragen. Angesichts der politischen und medialen Panikmache fehlt vielen einfach die Rationalität, um die wahre, ungeheuerliche Dimension des Regierungshandelns zu erkennen. Dass eine deutsche Bundesregierung plötzlich ohne Parlamentsabstimmungen regiert, wäre unter normalen Umständen ein Skandal, den kein Bürger tolerieren würde. Vor allem dann nicht, wenn diese Ermächtigung schon über ein halbes Jahr andauert und immer wieder verlängert wird. Die Sonderrechte der Regierung werden immer wieder verlängert. Ein Jens Spahn soll beispielsweise weiterhin Verordnungen erlassen dürfen, ohne dass über diese vorher demokratisch abgestimmt werden muss. Die Regierung transformiert sich in ein knallhartes Corona-Regime,
Gesetze und Demokratie werden der Bekämpfung von Corona unterworfen. Das Einzige, was diese Regierung zu ihrer Verteidigung hervorbringen kann, ist die sehr fragwürdige moralische Argumentation, die Bürger doch nur vor dem schlimmen Virus schützen zu wollen. Und persönliche Machtansprüche würden dabei sicherlich keine Rolle spielen. Welch ein Hohn! Wie glaubwürdig diese Argumentation angesichts des Duells um die Kanzlerkandidatur in der CDU ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Selbst einem politischen Laien muss aber mittlerweile auffallen, dass Politiker wie Söder und Laschet die Corona-Krise zur persönlichen Profilierung nutzen und sich mit diversen Aussagen und Maßnahmen versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Gefährliche Hintergrundpolitiker wie Schäuble ziehen die Strippen wie in einem Marionettentheater. Und all das auf Kosten der Menschen, unserer Bevölkerung und der Wirtschaft in diesem Land. Man muss einfach mal die Frage stellen, wie lange das noch so weitergehen soll. Wie lange möchte die Regierung sich selbst ermächtigen, an geltendem Recht vorbeizuregieren? Das ewige Gerede, man müsse auf einen Impfstoff warten, ist jedenfalls vollkommen an der Realität vorbei. Zu einem kann es noch viele Jahre dauern, bis ein sicherer und auch wirklich auf alle Risiken getesteter, zugelassener Impfstoff verfügbar ist. Zum anderen deuten Umfragen darauf hin, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung sich gar nicht impfen lassen will. An der Corona-Situation, wird sich wohlmöglich jahrelang nichts ändern. So wollen die es doch. Soll die Lösung also wirklich sein, dass wir immer im Notstand leben und die Bürger weggesperrt werden? Dass das gesellschaftlich nicht lange gut gehen wird, sollte jedem klar sein. Diese Regierung wird mit ihrer Art zu herrschen und noch sehr viel Widerstand von uns zu spüren bekommen. Das versprechen wir der Regierung. Mal ein kleines Beispiel, was sich unser Elitetrupp in Berlin so einfallen lässt. Daheim soll ich lüften, um frische Luft in die Räume zu lassen. Draußen an der frischen Luft aber soll ich eine Maske wegen Corona tragen? Bekloppt oder was? Weil das Coronavirus, wann Fenster nur zum Lüften geöffnet sind und bleibt dann außerhalb des Fensters, wartet es dort vielleicht sogar, bis einer ohne Maske der Virus sich dann auf ihn draufstürzt? Genau, der ist doch schlau. Sehr schlau. Ein weiteres Beispiel, ein guter Bekannter von mir, ich weiß nicht, ob er heute hier auf dem Markt ist, er ist selbstständig, seine Frau ist in der Altenpflege. Tests in diesem Heim ergaben einen positiven Test. Kurios aber, die Frau durfte weiterhin ihre Tätigkeit nachgehen, Personal fehlte wahrscheinlich. Er musste aber daheim bleiben für eine Woche. Er erhielt bis heute keinerlei Bescheid. Er hat eine Woche als Selbstständiger Verdienstausfall. Zum Schmunzeln ist die Aussage des Gesundheitsamtes dieser Familie gegenüber, das will ich euch auch noch erzählen. Das Gesundheitsamt hat den beiden gesagt, sie dürfen daheim überall sich bewegen, in der Wohnung aufhalten. Nur im Bad dürfen sie nicht zusammen sein. Welche Logik! Unsere Gastronomen, Leute, waren es, die sich in den vergangenen Monaten strikt an die Hygieneauflagen gehalten haben.
die unter eingeschränkter Stuhlkapazität ihr Bestes gegeben haben. Und unsere Gastronomen sind es erneut, denen man mit der Schließung ihrer Objekte die Existenzgrundlage unter den Füßen wegzieht. Das ist nicht nur traurig, es macht wütend, wie man mit einem Federstrich der Obrigkeit gehorchend Traditionen kaputt macht. Unterhaltsmäßigkeit lässt grüßen, würde ich hier sagen. Das Schließen der gastronomischen Einrichtungen hat ebenso nur ein Ziel, das Vernichten der kleinen und mittleren Unternehmen. Und zum anderen, als zweiten Hintergrund, fürchten die wahrscheinlich, dass man sich in Kneipen bei Alkoholkonsum besser gegen die Regierung zusammenschließen kann. So auch die Weihnachtsmärkte, liebe Leute. Unsere Weihnachtsmärkte, sie sind für viele Gewerbetreibenden die Sicherung ihrer diesjährigen Lebensgrundlage. Neuester Vorschlag, wenn ihr es gelesen habt in der freien Presse und die Ankündigung im Regionalfernsehen, man bietet leerstehende Räume auf der Buchholzer Straße an, leerstehende Gewerberäume, um dort drinnen Weihnachtsmärkte anzubieten. Was ist das für ein Blödsinn? Blödsinn! Der Weihnachtsmarkt hat sein eigenes Fluidum. Man bummelt, trifft sich bei Glühwein. Was soll ich mit meiner Familie in einem leerstehenden Gewerberaum und bummeln von einem zum anderen? In dem einen gibt es Trinkerei, in dem anderen Raum gibt es das. Welcher Humbug! Die Besucher kommen bekanntlich aus nah und fern, ausschließlich wegen dem Magnet-Weihnachtsmarkt. Meiner Meinung nach ergibt das einfach kein Bild ohne die kleinen Buden, den Duft, den ganzen Schmuck, die Beleuchtung und die liebevollen kleinen Details in jeder Ecke auf dem Markt. Die Kinderaugen allein und auch die Augen manches Erwachsenen zum Leuchten bringen. Und das verbietet man uns. Im Bundestag wird in erster Lesung das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite debattiert. Die Altparteien stoßen mit diesem Gesetz die Tür zur nächsten, zur dritten Diktatur auf deutschem Boden auf. Mehrere grundsätzlich garantierte Freiheitsrechte können damit gerichtsfest ausgehebelt werden. All die Freiheitsrechte, die uns, dem deutschen Volk, seit dem 15.03.20 geraubt wurden, sind keinen Pfifferling mehr wert, wenn dieses Gesetz beschlossen wird. Eine kurze Wertung zum Leipzig-Geschehen. Sandro sagte schon was dazu. Die nachmittägliche von den Querdenkern organisierte Demo war aus meiner Sicht keine Demo, sondern eine fast Gegendemo, verziert mit musikalischen Einlagen. Man rief laufend zu Hubschrauberübungen auf, man soll sich drehen wegen des Abstandes und dem Mundschutz, dem Lappen. Wir fragen, ob wir demonstrieren dürfen, bedanken wir uns noch brav. Dann wird uns vorgeschrieben, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind und was wir tun sollen. Die lachen uns doch aus da oben. In keinem Land läuft das so, nur bei uns, bei Demos. Demonstrieren heißt ja eigentlich gegen die Menschenrechte und Corona-Maßnahmen. Oder sehe ich das falsch? Die spätabendliche Marsch der Bürger, der fast freiwillig friedliche oder das friedliche Zusammen- oder Zurückdrängen der Polizisten in Leipzig, das war für mich dann erst die echte Demo. Jawohl. Und wenn man das dort gesehen hat mit den Polizisten, sie ließen mit sich reden. Und dann spricht man von Ausschreitung von uns, wenn man es in der Presse gesehen hat. Das waren aber nicht wir,
Das war die Antifa in Konnewitz, spät nachts. Die Regierung, Leute, ermutigt Bürger, das kommt noch dazu, ihren Nachbarn zu melden, wenn sie sich nicht an die neuen Regeln halten. Bevor diese Bürger diesen Rat befolgen, sollten sie wirklich die Tatsache berücksichtigen, dass die Regierung Denunzianten nur benutzt, um ihre Ziele zu erreichen. Auch sie, die Denunzianten, werden dann, wenn sie gebraucht wurden und nicht mehr benötigt werden, genauso wie wir, fallen gelassen. Liebe Polizisten, liebe Mitmenschen in Uniform, bitte lasst euch nicht zum Werkzeug eines Unrechtsstaates machen. Denn wenn diejenigen, die sich als Obrigkeit sehen, nicht einfach euch als durchsetzende und angstverbreitende Kraft zugreifen können, dann ist der Spuk vorbei. Somit habt ihr, liebe Polizisten, die ihr heute hier seid, eine riesige Verantwortung. Bitte werdet euch dieser bewusst. Wir brauchen euch. Ich weiß, dass die Situation für euch nicht einfach ist. Es hängen auch Existenzen dran. Vergesst aber auch nicht, dass ihr ein Teil von uns seid. Und alles, was kommt, euch und eure Familien genauso trifft wie uns. 1933 kann sich jederzeit wiederholen. Es ist an der Zeit für uns alle, für euch, liebe Polizisten, endlich eine Entscheidung zu treffen. Leute, haltet zusammen, lasst euch nicht spalten. Schätzt den Wert und die Wichtigkeit eines Nachbarn und Bekannten. Seid achtsam und liebevoll zueinander. Er oder sie könnte jene Person dann sein, die ihr im nächsten Moment dringend braucht. Dankeschön. Was ich vielleicht noch sagen möchte, wir hatten vorige Woche eine Petition hier für die Gastronomen und für den Weihnachtsmarkt vor allen Dingen, dass wir den vielleicht doch noch durchkriegen. Ich habe die Petitionen mit, die letztes Mal noch nicht da waren, die können heute diese Petition hier noch unterschreiben. So, wer wollte da noch was sagen? Du, 5 Uhr. Ist natürlich jetzt schwer, für einen ungeübten Redner nach dem Jürgen aufzutreten und dann noch ohne Megafon. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht über die Wahrheit in unserem Land. Nach den von den politischen Berufslügnern im Märgeland, die Realität völlig verdreht und vergewaltigt wurde, gilt es, der Wahrheit ihren angestammten Platz zu gewähren. Der Zustand der Desinformation ist im Land bereits derart bemessen, dass eine abendfüllende Rede das nicht bewältigen kann. Die Lüge ist inzwischen bis in unseren Alltag gedrungen und wir haben es nicht einmal gemerkt. Wir sehen die gastronomischen Einrichtungen rund um uns, hinter uns und sagen, die haben zu wegen Corona. Und schon sind wir den Demagogen aus Berlin auf den Leim gegangen. Die haben nicht zu wegen Corona, die haben zu wegen dem zerstörerischen Mutwillen der wahnsinnig gewordenen Regierung unter Merkel. Das müssen wir der Wahrheit halber jedem weitersagen. Die Kinder werden in den Schulen gequält, nicht wegen Corona. Die Kinder werden schikaniert wegen dem zerstörerischen Mutwillen der Regierung unter Merkel. Das Bildungsministerium und die Pädagogen lassen das zu. Das müssen wir der Wahrheit halber jedem weitersagen.
Veranstaltungen werden beschränkt, geschlossen oder verboten. Wegen Corona. Nein, Veranstaltungen werden blockiert wegen dem zerstörerischen Mutwillen der Regierung unter Merkel. Das müssen wir der Wahrheit halber jedem weiter sagen. Unsere Senioren in den Altersheimen, die Deutschland mühevoll wieder errichtet haben, werden gefangen gehalten und sehnen sich nach einem Besuch mit etwas Zuneigung. Das kann ja ein Weihnachten werden. Wegen Corona? Nein. Unsere Alten leiden wegen dem zerstörerischen Mutwillen der Regierung unter Merkel. Das müssen wir jedem weiter sagen. Weihnachtsmärkte fallen aus. Die Kirche ließ sich Ostern nehmen und wird Weihnachten ausfallen lassen. Der Ramadan fand statt. Wegen Corona? Nein, nein. Wegen dem zerstörerischen Mutwillen der Regierung unter Merkel. Das müssen wir der Wahrheit halber jedem weitersagen. Machen wir. Wir werden nicht mit den Argumenten, sondern unter Androhung von Ordnungsgeldern gezwungen, den unhygienischen Lappen im Gesicht zu tragen. Wegen Corona? Nein, wegen dem zerstörerischen Mutwillen der Regierung unter Merkel. Das müssen wir jedem weitersagen. Aber das ist ja noch nicht alles. Und ich muss euch warnen. Jeder, der diese Wahrheiten hinausschreit, muss damit rechnen, als Nazi betitelt zu werden. Dem sollten wir aber gelassen entgegentreten. Denkt immer daran, als Nazi bezeichnet zu werden, ist in Merkelland keine Schande. Im Gegenteil. Das ist die Bezeichnung für Leute mit Ehrgefühl, Pflichtbewusstsein, Arbeitsfleiß, Patriotismus, Ehrlichkeit, Anstand und Moral. Diejenigen. Richtig. Diejenigen, die uns als Nazi titulieren, haben diese Eigenschaften nämlich nicht. In den Anlehnung an ein altes Kampflied noch diese Zeilen. Den Enthemden werden wir nicht weichen. Plagen Sie uns auch mit Maskenpflicht. Unsere Freiheit werden wir erreichen und wir glauben Ihren Lügen nicht. Die Freiheit ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich, für unsere Heimat. Ja, super! Super, Jürgen! Fraktion, Heiner! Ja. Danke, Heiner! Ich bin lauter, können wir ein bisschen auseinander gehen? Wir haben es eingesehen, aber Heiner ist nicht so laut, er ist schon ein bisschen älter. Ein ganz treuer, der immer da ist, richtig, wenn er kann, und ja, er kommt weit her. Hat einen der weitesten Anreisen jedes Mal zum Montag. Ist ein hoch anzurechnen, meistens mit auch seine Frau noch mit. Und das in dem Alter. Respekt. Ich will noch mal daran erinnern, wir haben heute den 9. November. Das ist ein Tag, der in der deutschen Geschichte immer denkwürdig war. Über viele, viele Jahre. Unsere Kanzlerin hat sich heute sehr wunderschön dazu geäußert. Hat den Schuldkult wieder aufleben lassen. Mit der Reichspogromnacht. Ich sehe hier keinen und ich kenne auch keinen, der damals so alt war, dass er damals verantwortlich dagegen hätte vorgehen können. Wir sollen Verantwortung für etwas übernehmen und uns schuldig bekennen zu etwas, was wir nicht getan haben. Und auf dieser Basis wird dieses Land klein gehalten. Er hat gesagt, man kann stolz sein, hier als Nazi bezeichnet zu werden. Bin ich eigentlich nicht, weil ich weiß, was ein Nazi wirklich ist. Und ein Nazi ist ein Linksextremist. Und das sind sie schon immer gewesen. Und das ist das, was viele Leute gar nicht begreifen. Josef Goebbels hat 1937 im Rheinsportpalast gesagt, die bürgerliche Mitte ist mein politischer Feind. Wer sagt das heute? Die Antifa?
Teile der Regierung? Stimmt, ja. Wer sind die denn dann, wenn die das selber erklären? Und auch Goebbels hat damals erklärt, man muss den Leuten eine Lüge nur oft genug erzählen, dann nehmen sie es als Wahrheit an. Und gegen dieses Hamsterrad werden wir aufstehen. Richtig. Wir machen diesen Spaß nicht mehr mit. Korrekt, Schluss. Sandro. Wir stellen dieses System vom Kopf wieder auf die Füße, weil es steht in unserem Gesetz. Wer dazu steht, wie er will, ist mir scheißegal. Aber es steht drin, alle Macht geht vom Volk aus. Und nicht von irgendwelchen Schranzen. Jawohl! Super! Interessante Gespräche. Damen, Damen. Haltet euch an die Abstandspflicht. Gebt denen keinen Grund, das hier aufzulösen. Es gibt nichts Schlimmeres für diese Leute in Berlin, als dass sich Leute treffen und sich persönlich austauschen. Das können sie nicht kontrollieren. Und da können sie im Moment nichts dagegen machen. Und das formt Gruppen, Gruppierungen, Strukturen, gegen die sie sich irgendwann nicht mehr wehren können. Und wir haben hier im Erzgebirge unsere Hamid. Und wir sind stolz darauf. Die meisten hier sind in erster Linie Erzgebirgler, dann Deutsche. Und dann geht es weiter. Und wir lassen uns unsere Heimat nicht nehmen. Yes. Wie es weitergeht, da könnt ihr euch im Kreis hier betun, auf dem Marktplatz. Aber denkt dran, Mund-Nasen-Bedeckung und Abstand. Wir bilden einen Sprachkreis, Sandro. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal, können wir das Ding filmen? Was ist denn das hier? Petition war, oder? Ach, jetzt Gemeinde, ich sag's euch. Das steht selbst da immer gemacht hier. Ja, Jürgen, ich krieg's nicht scharf, ne, wie immer. Soll ich mal verpassen, ich heute mal ins Licht? Warte mal. Ja. Warte mal. Jo, wo ist denn eure Fahne? Sie wird abgehauen. Wie dumm ist denn? Jo, weißt du, ne? So, ja, das müssen wir scharf werden. Warte mal, ne, da immer. Wie immer. Halt's mal stille. Ich wollte noch unterschreiben, die Petition. Ich könnte vorgebrochen werden. Ja, ich schreibe. Jürgen hat das in der Hand. Die Löwen schon los, ja. Es wird einfach nur scharf, Leute. Was steht hier? So rein. Hast du einen Kugelschreiber? Also ich habe keinen mit. Demokratie mit in Germany, das heißt Deutschland. Siehste frei sein, steht da noch. Netzgemeinde, ihr habt da Kerzen. Das ist das eine. Jetzt gehen wir mal aufs andere, das kriegen wir bestimmt scharf. Guck mal hier. Ja, ja, das sehen wir schon besser. Lug. Betrug. Korruption, Verrat am deutschen Volk. Das ist richtig. So ist es. Netzgemeinde bleibt dran, jetzt gibt es Kopfsteinpflaster. Bin gleich da. Also Leute, Maulkorb ist wieder runter, ne? Teil 1 ist das heute. Annaberg Buchholz, emotionale Reden. Danke an den Sandro, an den Jürgen und an den Heiner. Wenn die Seite vorhin nicht richtig scharf geworden ist, die Schrift ist ja nicht so schlimm. Ne? Das war mehr so ein Aufruf, beziehungsweise ein Flyer. Jetzt, also, Thorsten gut überlegen, 19:45 gleich, ne? Genau, nicht 20:45. Und wir sind in einem Park Buchholz, wie gesagt, das waren die Reden, Teil 1. Und wir werden dann noch mit einem zweiten Video kommen, lasst euch überraschen. Bis später, das kommt dann alles wieder beim Bernd auf dem Kanal, wie gehabt. Aber wem sage ich das? Wenn ihr es dann seht, wisst ihr es ja schon. Also, bis gleich, bis demnächst. Glück auf!